Das Großprojekt Nazi-Goldzug steht vor dem Aus. Auch an Tag 3 hier im polnischen Wałbrzych an Gleiskilometer 65 fehlt von dem vermeintlich 110 Meter langen Nazi-Goldzug, der 1945 vor den herannahenden Sowjettruppen in einem Tunnel versteckt worden sein soll, noch jede Spur. Gefunden hat das 35-köpfige Forscherteam bislang nur eine Kohleschicht, einen Felsen und Porzellanscherben. Die ganze Bahnstrecke soll, ich sage immer soll, ungefähr 140 Meter Nebengleis gewesen sein. Wenn das 140 Meter Nebengleis war und es hat eine Neigung gehabt, ein Gefälle von, sagen wir mal, 1,5 bis 5% oder 3%, dann sind das auf 100 Meter 3 Meter. Und dann liegen wir natürlich mit unserer Höhe falsch. Dann müsste das wesentlich tiefer sein. Und das wollen wir jetzt ganz einfach komplett prüfen, indem wir einen Querschnitt machen. Das ist zwar wesentlich teurer, aber wenn wir schon so eine Aktion machen, dann müssen wir die Aktion abschließen, dann muss es so gemacht werden, dass wir hinterher nicht denken, hättest einen halben Meter weiter gegraben oder tiefer gegraben. Das würde uns dann irgendwann keine Ruhe geben. Also machen wir es so professionell, wie wir können und bis zu Ende. Das Team hat sich eine Frist gesetzt. Bleiben Sie auch bis Samstag erfolglos, dann ist Ihr Großprojekt, das bis heute 125.000 Euro verschlungen hat, gescheitert.